ist wieder soweit. Samstag und der nächste Motor wird jetzt gemacht. Ja, das ist jetzt nur ein klassischer S51 Motor, den ich regeneriere. Hier sieht man, dass Kolbenzylinder verschlissen ist. Dann hat er ordentlich Druck abgelassen. Da soll jetzt für den Jahren ein 70 cm Zylinder rauf vom PZ-Tuning. Da hat Paul auch schon gesprochen. Der bereitet einen vor mit den änderten Steuerzeiten. Und dafür muss ich den Motor aber erstmal auseinandernehmen, neue Lara, neue Semarien rein. Ja, auf geht's. Mir macht es Spaß. Das ist Freizeitgestaltung. Kleiner Zwischenbericht aus der Bretterbude. Wir haben die Motorhälften zurückbekommen von PZ Tuning. Danke, Paul, dass du das so schnell gemacht hast. Vier Zylinder aufgespindelt. Dann haben wir den neuen Zylinder bekommen. Kolben, Zylinderkopf für 70 Kubikzentimeter. Und die ganzen anderen Teile, die der neue Motor braucht. Ja, Jan, geht los, wa? Guten Morgen, ist wieder mal soweit. Wir machen jetzt wieder einen Motor für den S51 und zwar von Jan seiner Schwalbe, die er sich gekauft hat. Und zwar kommt da ein 70 Kubikzentimeter Motor rein und den bauen wir jetzt erstmal zusammen. Ja. Ihr hattet ja schon ein bisschen was gesehen, was ich gemacht hatte. Jetzt sind ja hier die Motorhälften von PZ Tuning gekommen. Jetzt muss ich erst nur die ganzen Späne rausmachen. Da sind noch Späne drin, muss sauber gemacht werden, dann wird die erwärmt. Dann kommen die Kugellager rein. Ja. Ja, auf geht's. So, jetzt muss ich diese drei Lager hier in die Lagerhälfte, in die Motorhälfte reinmachen. Und wie immer passt das nicht. Das kriege ich jetzt natürlich mit Wärme hin. Jetzt hat die Motorhälfte, schauen wir mal. Glatte 0 Grad, klasse. Aber die muss ich erwärmen halt. Und das mache ich hier mit meinem heißgelegten Heißluftofen. Schauen wir nochmal jetzt. Die Lager haben jetzt 4 Grad. Gucken wir mal, was die Motorhälfte jetzt hat. Ah ja, 120 Grad. Da muss noch ein bisschen mehr. Da ist 150. Ah ja, wir machen noch ein bisschen. So, Kurbel ist drin, läuft ziemlich gut, sehr leicht, Getriebe ist drin, leider habe ich vergessen ein Video zu machen, tut mir leid. Ja, jetzt geht's weiter. Das Lehrvideo sagt jetzt im Prinzip, dass ich die Hälfte warm machen soll, aufsetzen muss, dann kommt das Lager da rein. In dem Zuge muss hier das Gehäuse heiß sein, damit es sich ausdehnt. Hier die Außenschale des Lagers muss kalt sein, dass es da reinpasst. Und der Innenring muss wieder heiß sein, damit es auf die Kurbelwelle passt.
Da aber die Wärme natürlich übertragen wird auf den Außenring, muss man hier eigentlich fast immer klopfen. Also ich habe es wenig noch gar nicht erlebt, dass man hier nicht klopfen muss. Und das ist natürlich blöd fürs Lager. Also mache ich es diesmal anders. Gucken, ob es überhaupt geht. Dass ich die Lager jetzt erst hier rauf mache. Mit Wärme. Und dann die Motorhälfte von oben aufführe. Schauen wir mal, wie das geht. So, schauen wir mal, wie es reinpasst. Kurbelwelle. Und tada, ohne Klopfen, sehr schön. Und jetzt noch das zweite Lager. Oh, es heißt very hot. Da passt es noch nicht drauf. Da müssen wir ein bisschen wärmer machen. Das hat andere Lager auch drauf. Ein bisschen wärmer gemacht. Oh, das läuft. Also ich finde das total schön. Läuft auch hervorragend. Jetzt kommt Dichtmittel drauf. Die andere Seite ist schon im Ofen. Die muss jetzt erwärmt werden natürlich. Dass die ordentlich drauf passt. Und dann geht der Zusammenbau weiter. Ja, die Motor hilft mir jetzt zusammen und ich muss sagen, läuft sehr gut. Keine Spannung drauf. Nichts, Kurbelwelle, läuft hervorragend. Also war eine gute Idee, so wie ich sie gemacht habe. Obwohl das Lehrvideo halt was anderes sagt. Ja, und hier geht auch alles. Gut, so Jan, da ist er. Fertig. Ich hab dir noch ein neues Ritzel drauf gemacht, ein 15er. Ich weiß ja nicht, ob du das bei dir abgebaut hattest. Wenn ich was jetzt drauf gemacht habe, eins gefunden. Zündung ist auf 1,4 VOT eingestellt. Denke mal, sollte passen. Ist beim S70 ja auch so. Schaltung ist auch eingestellt. Wenn es ein bisschen hackt oder klemmt beim Schalten, sagst Bescheid, stell mir ein bisschen nach. Kein Problem. Öl, genau. Öl fehlt, musst du auffüllen. Kannst du abholen. Fertig.